Hallo ihr Gent und herzlich willkommen zu Minecraft Folge 4 mit dem Tobi, Okay. der nicht so viel reden kann und mir den Wurm. Und wir sind wieder auf Minecraft unterwegs, ja. Wir haben einen neuen Mitbewohner. Der heißt Mr. Malumatu, der nicht mehr so aktiv ist, aber ich hoffe, der kommt irgendwann mal wieder, sonst sind die sieben Diamanten, die er hat, weg. Wir ziehen bald um. Aber wann wissen wir noch nicht, deswegen haben wir diese Warnschilder hingestellt für unsere Mitbewohner, dass sie hier nicht mehr so viel bauen sollen und so. Und ja, wahrscheinlich wird uns die Stadt dahin aufkaufen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also wir warten auf die Antwort von denen, ne? Bis sie uns anschreiben. War das so? Genau. Für wie viel verkaufen wir? Keine Höchstens. Ahnung. 10.000 oder so. Ich würde sagen mehr. 25.000. Hier. Dann wollte ich auch noch zeigen, wie da die Aktien funktionieren, so zum Kaufen und die ganzen Befehle. Und zwar kaufen wir mal Aktien von Facebook mit dem Kommando, also mit DX, seht ihr alle Kommandos, die es gibt. Mit DX List müsst ihr auf so einen Link gehen und da seht ihr alle Aktien-Dinger, die ihr kaufen könnt und die Abkürzungen davon. DX Buy macht ihr zum Kaufen und dann FB steht für Facebook und dann noch die Anzahl der Aktien, die ihr kaufen müsst. Ich kaufe. Bringen die viel oder wenig Facebook? Moment. Bei mir haben die plus 10 Tage gebracht. Bis jetzt. Dann. Soll ich mir 5 Aktien kaufen? Ja, ne? Ja. Wie viel hast du? Ich habe 10. Kannst auch 10 kaufen. Okay, dann kaufe ich 10 Aktienanteile von Facebook. Dann Enter. Und dann habe ich halt noch ein bisschen Zinsen bezahlt. Transaktionsgebühr nennt sich das. Dann kann man mit DX Mine abchecken, wie viel Gewinn man gerade hat. Und ich habe gerade in Facebook schon Minus gemacht. Mit den anderen, mit Apple und Google. Wo ist Google? Wie kann man auf die andere Seite switchen? Eine Schweine, ne? Habe ich nicht verstanden. Achso. Mein 2. Und da ist Google. Und ich habe 7,58 Taler Verlust gemacht. Meine Beteiligung ist 20 Aktien habe ich bei denen. Ja, das war's. Und mit DXL und halt FB und 5 könnt ihr das halt verkaufen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil ich die natürlich behalten möchte. Und hoffe, dass Facebook noch mehr Gewinn macht. Was sie wahrscheinlich machen werden, hoffentlich. Natürlich. Und ja, das war's mit den Aktien. Dann, jeder muss halt für sich wissen, für welche Aktien man kauft und so. Zur neuen Farmwelt. Und zwar wird es bald eine neue Farmwelt, was glaube ich, neuen Spawn geben. Am Wochenende wahrscheinlich. Und eine neue Welt. Und wir glauben, dass es die Mob-Arena sein wird, die eingefügt wird. Dieses neue Portal. Du kennst das doch, diese eine Ecke da, ne? Dieses komische Portal da. Da wird wahrscheinlich Mob-Arena reinkommen. Wo man Loot oder Geld erfahren kann. Oder ein bisschen kämpfen kann. Weil sonst wird Das wurde das. ja in seinem Video so angeteasert. Ja. Dann werden noch die Traderpreise wahrscheinlich, also ich denke mal, die Traderpreise werden angepasst, wenn ein neues Spawn kommt, weil jetzt lohnt sich das irgendwie nicht oder die haben viel zu tun, je nachdem. Ja, und wir würden noch, also Tobi war ja schon fast Support auf dem Teamspeak-Server von Minecraft und ich habe mich auch beworben, aber irgendwie habe ich zu wenig Forum-Aktivität gezeigt und so. Obwohl ich halt viel im Forum bin, aber ich schreibe halt nicht so viel. Und zwar, ich lese einfach nur viel. Und ich meine, man kann sich auch selber ein bisschen arbeiten. Und man muss ja nicht immer mitschreiben und so. Keine Ahnung. Wenn ich Supporter bin, dann würde ich auch schreiben. Das ist ja ganz klar, ne? Tobi hat auch schon. Der Tobi wurde nicht genommen wegen Internet. Scheiß Internetleistung. Und Nicht ja. traurig. Ich meine, er kann spielen und das reicht ja und er kann schreiben und auf dem Forum schreiben, er kann auf dem TS joinen und alles, was geht. Also müsste das eigentlich egal sein, deswegen verstehe ich den Grund nicht. Vielleicht haben die auch zu viele Supporter. Das kann auch sein. Warte, den alten Spawn können wir uns nochmal angucken. Als Abschied. Ach nee, was gebe ich denn ein? Ich spawn doch nicht.
Oh, komm schon. So. Das ist der alte Spawn, den wir vermissen werden. Das ist die Bank. Aber ich persönlich finde den neuen besser. Du auch? Ja. Okay. Vor allem finde ich die Neuerung cool, das mit der Börse und mit den Auktionsdingern. Da muss man da so hin und dann muss man sich hinsetzen oder halt in dieses Haus, in dieses Gebäude hingehen, um zum Auktionieren. Da kann man sich halt so treffen mit Spielern und so und dann noch, ja. Und dann muss man noch bei der Börse sozusagen, muss man da auch noch in so ein spezielles Gebäude hingehen. Und da kann man nur halt verkaufen oder kaufen, also die Aktien kaufen und verkaufen. Die Bank ist auch cool gemacht und zwar wird es nie wieder Schilder geben, sondern man kann einfach mit dieser Person sprechen und dann halt Teile einzahlen und abbuchen und so. Und dann kriegt man halt Zinsen auf der Bank. Und so kann man halt reich werden, indem man auch immer votet. Voten kann man mit slash vote eingeben. Und dann kann man halt auf den Videolink gehen. Hier. Und dann kann man hier drauf gehen und halt für Dankrad voten. Dann kriegt man 300 Taler pro Tag. Wenn man die immer fleißig auch, auf die Bank zahlt, dann kriegt man so viel Zinsen und dann kann man dadurch reich werden. Ja. Und, ach ja, hätte ich fast vergessen. Wenn wir unsere Stadt verkauft haben, dann werden wir wahrscheinlich so eine riesen Wolkenkratzerstadt bauen, so wie so in New York oder so. Mit dem Times Square und so. Das wird schon geil. Aber es wird schon ein Stückchen Arbeit sein. Ne? Auf jeden Fall. Also da werden wir uns wahrscheinlich schon so Bilder holen oder halt Leute, die uns Wolkenkratzer hinbauen. Aber erstmal werden wir das alleine machen, würde ich sagen, weil so viel Geld haben wir auch nicht, so viele Plots und so. Wir müssen uns das ist das Problem. Im Voraus müssen wir uns ja viele Plots kaufen und ja. Wir brauchen in dem Endeffekt auch viele Stone Bricks, die wir auch wahrscheinlich kaufen werden oder so. Mal sehen. Mal gucken. Kommt drauf an, ob wir viel Zeit haben oder nicht. Genau. Ja. Das ist der alte Spawn. Ich habe irgendwie Bock aufs Casino. Lass mal ein bisschen ein Glücksspiel versuchen. Funktioniert das überhaupt? Guck mal, da ist Bilbo Beutlin. Nee, wie heißt der von Hobbit? Bilbo Beutlin? Hallo. Ja. Bilbo Beutlin, ist das der? Bilbo Beutlin? Ist das ein Spieler? Weiß ich nicht. Hä? Wurdest du gewinnt am Spawn? Nee, am Casino. Ist das ein Spieler oder? Das ich komme. Das ist ein Spieler, oder? Nee. Das ist ein NPC oder so. Aber den kann man auch nicht irgendwie Restklick machen oder so. Okay. Das ist ein Junge. Ja. Ja, das ist ein NPC, der passt hier durch die Gegend. Nee, die läuft irgendwie gar nicht. Normalerweise. Yay. Und, hab ich Glück, hab ich Glück, hab ich Glück? Leider kein Gewinn. Und nochmal. Oh, Mann. Komm schon, bring mir Glück. Oh, Deppen. Das ist so behindert. Gewinn? Ja, wie viel? Skin. Oh, come on. Ein Gewinn ist drin. Das hat sich gereimt. Noch ein letztes Mal. Wenn ich jetzt jemanden gemacht kriegt hätte, ne, dann würde ich glaube ich direkt Case Opening machen. Direkt. Und dann, wenn ich dann noch ein Knife ziehen würde, oh mein Gott. Das wäre traum. Wo? Ich komme da nicht hoch. Warum nicht? Wie soll ich da denn hochkommen? Ich doch auch. Ja, wie hast du das denn geschafft? Verrate ich nicht. Hallo. Hallo. Eine Karotte für dich. Aber du bist im... Video. Hehe. Kannst du mal unseren
Kanal hinschreiben. Nee. Mach mal bitte. Warum nicht? Zu viele Schwache hier. Wie? Darf man das nicht? Wer weiß. Alter, wie schreibt Video auf den Kanal Epic Agents. Ups. Was für ein verbotenes Wort. .de ist verboten. Nur .com oder sowas. Ich hab nicht .com. Kanal oder YouTube ist auch verboten. Auf dem Channel halt. Lalala, ein bisschen Schleichwerbung muss sein. Nein, das ist keine Schleichwerbung, sondern eine Promotion für unseren Kanal. Yay! Yeah. Vielleicht sieht ihr unsere Einkaufsreihe und denkt so, wow, Alter, sind die cool. Und dann abonnieren die uns. Und dann abonniert er uns. Und ja. Warte, ich hab Lust auf Pirat spielen. Ich geh jetzt auf mein Schiff, ja? Ja. Mach das mal. Das hier ist mein Schiff, was ich gebaut habe und gekauft habe. Und damit steche ich jetzt in den See. Aber erstmal esse ich was. Yo, ho. Und eine Buddelförderung. Ja, yeah, das war der Piratensong. Wo bist du eigentlich? Am Spawn. Okay, ich komme auch gleich. Wie, du wirst Supporter? Du wirst ihn bezahlen, um Supporter zu werden? Ich hab das jetzt. Taler, Taler, wie bekommt man Taler? Herr Huber, den würde ich nicht vertrauen. Weißt du was? Ja. Der kriegt von mir jetzt nur 500. Als ob er dich da irgendwie reinkriegen kann. Wer weiß, wer weiß. Der ist doch selber noch nicht mal Supporter. Deswegen kriegt er auch noch keine 4000 mehr. Was willst du, Herr Huber? Was willst du von Tobi? Lass ihn in Ruhe! Verpiss dich! Spaß. Der kriegt jetzt eine Karotte von mir. Hey, er will mein Geschenk nicht. Egal, ich kotze ihn jetzt damit voll. Ich will meine Karotte nicht. Lalalala. Ich habe auch so eine kleine Sammlung an Diamanten in meiner Ender-Chest. Soll ich die zeigen? Soll ich die zeigen? Soll ich die zeigen? Was meinst du? Nee, du hast ja noch gehackt, weil du so viel hast. Nächste Folge, also ich werde meinen Diamantenvorrat zeigen, wenn wir, sagen wir, 5 Likes schaffen. 5 Likes und ich zeige euch den Diamantenvorrat. Und ich sage euch schon, es ist nicht wenig. Also, das war jetzt kein Spoiler oder so, aber das ist echt nicht wenig. 5 Likes und ich zeig das nächste Folge. Versprochen. Oha. Also, ich bin echt, also ich habe auch ziemlich lange gefarmt dafür. Und bin ziemlich stolz drauf. Also, 5 Likes kommt schon, ich schaff das. Ja, ich glaube an euch. Also, Moment, was ist hier los? Was willst du? Wo läufst du hin? Wo läuft der denn hin?
Ach so, zum Gärtner. Professionell. Hallo, willst du Karotten? Komm, 4G noch. So, hehe. Ich bin freundlich, ich habe ihnen Karotten gegeben. So, dann würde ich sagen, ne, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Allerdings. Bis zum nächsten Mal und lasst auch ein Abo da oder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Jo. Ne? Ja. Ne. So ist das.